Herzlich willkommen zu einer neuen Sendung Mein Seeboden. Ich begrüße Sie heute direkt aus dem Strandbad Seeboden und berichte über folgende Themen. Paddeln auf der Lisa, das der Fridolin, Hannes Bier, Ehrungsveranstaltung in Wien, Aktion Ab zum See, Veranstaltungshinweise. Paddeln auf der Lisa hat eine lange Tradition und liegt immer noch im Trend. Wir haben uns mit zwei Paddlern unterhalten und sie auf einer wilden Fahrt begleitet. Georg, heute hier direkt an der Lisa, Kajak fahren hat eine lange Tradition hier bei uns auf diesem Fluss. Ja, das stimmt natürlich. Auf der Lisa, da ist kajakmäßig immer sehr viel los gewesen. Da hat es schon Wettkämpfe gegeben, da hat es drei Weltmeisterschaften gegeben, da hat es Juniorenbewerbe gegeben. Alles natürlich im 20. Jahrhundert noch. Jetzt ist es aber nicht eingeschlafen. Es ist maximal der Wettbewerbssport vielleicht ein bisschen eingeschlafen, aber auf der Lisa sind sehr viele Hobbypaddler unterwegs. Und so wie jetzt im Frühling, wo das Wasser rinnt, wo die Schneeschmelze im Gang ist, da tut sich natürlich was. Und so heute haben wir einen Tag erwischt, wo es richtig schön rinnt und richtig viel Wasser da ist. Das klingt ja so, als würde da fährt man mal über den Fluss, aber es gibt ja auch Herausforderungen, gibt es ja auch spannende Teile in diesem Fluss. Was sind die spannendsten, die man da erleben kann? Naja, die Lisa hat natürlich mehrere Abschnitte. Man kann die Standardstrecke, die ist von Gmünd bis Spital, bis zum Altersheim im Spital, dort kann man schön aussteigen. Natürlich der selektivste Teil, das ist die Lisa Schlucht von der Seebachbrücken bis zum Altersheim. Dort ist, wenn man von der Brücken runterschaut, von der Autobrücken, sieht man natürlich die Seebachstufe. Das ist schon das Highlight von der ganzen Strecke. Kajakfahren klingt für mich spannend, klingt für mich auch ein bisschen gefährlich und ist sicher auch eine Herausforderung. Das kann man nicht so einfach machen. Naja, Kajakfahren, zumindest in, so wie da auf der Lisa, das sollte man schon gelernt haben. Ich würde das fast vergleichen mit Skifahren. Auf zwei Bretteln stehen und oben rutschen kann man nach einer Woche schon. Aber dass man schön oben wedeln kann, da braucht es schon ein bisschen Übung. So wie es bei uns in Österreich fast üblich ist, viele kennen Skifahren, lernen das als Kind. Und ich habe das Glück gehabt, dass ich das Paddeln, das Kajakfahren auch als Kind habe lernen dürfen. Und dann hat man natürlich einen gewissen Standard, mit dem man zurechtkommt und so wie auf so Flüssen wie der Lisa, so mittlerer Schwierigkeitsgrad, sich immer schön bewegen kann. Man sieht ja immer wieder verschiedene Nationen bei uns da. Wie kommen die zu den Informationen über die Lisa? Die Badler-Szene, sage ich einmal, weltweit ist natürlich super vernetzt, seitdem es das Internet gibt und die ganzen sozialen Medien. Da spielt sich's ab, möchte ich fast sagen. Da werden Informationen geteilt, da werden die Flüsse bewertet, da gibt es eigene Apps, wo man in seiner Region sich den schönsten Fluss in seiner Schwierigkeit aussuchen kann, auch wenn man nicht von da ist. Und natürlich gibt es Klassiker, und da zähle ich jetzt die Lisa dazu, die fast jeder Paddler da im deutschsprachigen Raum zumindest kennt. Also fast eine Destination für Paddler oder für Kajakfahrer? Ja, natürlich. Die Lisa ist sicher im deutschsprachigen Raum ein bekannter Fluss. Das ist ein Ziel. Für viele ist es ein Zwischenziel auf der Durchfahrt. Die meisten deutschsprachigen Paddler sind natürlich unsere deutschen Nachbarn und die fahren am liebsten auf die Socha, weil auf der Socha ist es natürlich auch sehr schön. Und dann bleiben sie bei der Lisa stehen und dann schauen sie da rein und dann denken sie sich, da bleiben wir jetzt gleich da und verweilen wir da ein paar Tage und haben unseren Urlaub verlängert dadurch. Neu in unserem Strandbad ist nunmehr unser kleiner Imbiss, der nach unserem Maskottchen benannt ist. Dort gibt es neben erfrischenden Getränken und Kaffee in vielen Variationen natürlich auch herrliche Snacks und kühlendes Eis. Das der Fridolin soll bis in den Herbst geöffnet bleiben und ermöglicht so wunderbare Seeerlebnisse. Wussten Sie, dass wir in Seeboden eine kleine, aber sehr feine Brauerei haben? Hannes Krasser ist der Braumeister. Wir haben ihn an einem Brautag über die Schultern geschaut. Wir sind heute zu Gast hier bei Hannes Bier, dem Seeboder Bier, wie du das immer betonst, und dürfen dir zuschauen, wie du das Bier hier braust, in Räumlichkeiten, die ja auch mehrere
Verwendungszwecke schon hatten in der Vergangenheit, wenn wir ein bisschen hören darüber, was das alles geschichtlich diese Räume so haben. Aber jetzt freuen wir uns, dass losgeht. Servus, Heimat, freut mich, dass ihr heute da seid, dass wir uns das anschauen und ich würde sagen, wir schauen jetzt in die Brauerei hinein, wie das Ganze funktioniert. Kommt's weiter. Wir beginnen jetzt da mit dem Brauprozess. Am Anfang ist das sogenannte Einmeischen, das heißt, das gemahlene Malz oder geschrotete Malz wird da im Wasser stufenweise erhitzt, bis es eine gewisse Temperatur erreicht hat. Das ist wie gesagt der erste Schritt, das Maischen. Und ich sage, das Bier, das wir da heute machen, das wird ein Blondie. Das ist angelehnt eigentlich an ein bayerisches Märzenbier. Das ist aber obergärig gebraut. Obergärig bedeutet einfach bei höheren Temperaturen, im Gegensatz zu den untergärigen Bieren. Weil ich momentan keine Möglichkeiten habe, da untergärig etwas zu machen. Jetzt gehen wir dann da mit der App die Stammwürze messen. Mhm. Ich sage mal jetzt, dass ich 17,1% habe, oder 1 Grad Plato. Und das ist für mich jetzt einfach einmal eine Indikation, wie viel Nachgusswasser dazugeben kann, ob das passt. So, jetzt nochmal abläutern, das heißt, der Nachguss, der da vorbereitet ist, wird da jetzt dann über die Maische gegeben. Das Bier, das wir heute brauchen, das wird das Blondie. Und vom Nachguss her, was man auf der linken Seite sieht, habe ich ungefähr so viel genommen, dass das Bier ein Alkoholgehalt von etwa 5%, 5,2% haben wird, wenn es dann fertig ist. Die anderen Biere, Spezialbiere, die ich mache, ein IPA, das Hyper, hat knapp 6% oder über 6%. Ich mache die Biere gerne im Winter ein bisschen stärker, im Sommer ein bisschen schwächer. Das betrifft auch das Stout, das Hannes mit 2S angelehnt als Guinness-Bier, das im Endeffekt auch zwischen 5,6 und 6,0% Alkohol liegt. Da sieht man jetzt einige Biere, unterschiedliche Biere, die mehr oder weniger schon fast fertig sind, fast fertig vergoren. Sieht man daran am Anfang, wie gesagt, bei der Obergärung ist der Schaum, ist die Hefe, die oben eben sich bildet und die dann in den Bereich nach unten absitzt. So, nach einigen Wochen ist das Bier dann fertig und kann ausgeliefert werden. Hauptsächlich in diesen 18 Liter Fässern, geht in die Weinzeit oder auch zu privaten Abnehmern. Innenminister Gerhard Kahner übergab an 7 Lebensretterinnen und Lebensretter Goldmedaillen am Roten Bande. Darunter auch Kontrollinspektor Alfred Baumschlager vom PI Mehlstadt und unser Chef Helmut Koch. Gemeinsam mit Revierinspektor Christian Lackner konnten sie am 15. Jänner 2024 ein 16-jähriges Mädchen aus einem brennenden Haus in Sebun retten. Sicher haben Sie es schon gehört. Im Sommer gibt es heuer eine tägliche Verbindung von Gmünd nach Sebun ins Seezentrum, die quasi stündlich unsere beiden Orte verbindet. Für uns am See heißt es, die Kulturstadt Gmünd zu entdecken und für die Gäste aus dem Liesertal wartet der See mit einem besonderen Angebot. Wer im Bus beim Einsteigen erwähnt, dass er einen Badetag im Strandbad Sebun verbringen möchte, bekommt eine kleine Visitenkarte, die als kleine Belohnung für die öffentliche Anreise eine 20-prozentige Ermäßigung auf den Tageseintritt ermöglicht. Dieses Angebot soll es auch für die Anreise aus Spital an der Drau geben. Mehr aber demnächst in den Medien. Wir möchten Sie wieder auf unseren digitalen Veranstaltungskalender hinweisen. Dieser ist über die Homepage abrufbar und für unsere Gäste gibt es bei unseren Gastgebern einen QR-Code, der zu unserer Landingpage führt.
So verpassen Sie keine Veranstaltung. Denn es dauert nicht mehr lange und der Theaterwagen macht in Seebrunn wieder Halt. Heuer neu ist auch, dass viele unserer Wochenprogrammpunkte direkt über die Homepage der MPN buchbar sind. In Seebrunn gibt es so viele schöne Plätze. Mit einigen Eindrücken auch von unseren Nockbergen, denn Seebrunn ist ja ein Wanderdorf, darf ich mich von Ihnen verabschieden. Ihre Daniela Beils vom Tourismus- und Bürgerservicebüro der Marktgemeinde Seebrunn am Millstättersee.